Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Vor-Unboxing. Ich habe was von Samsung bekommen und laut Zettel sind es Kopfhörer, aber es fühlt sich ziemlich schwer an, also bin ich sehr überrascht. Und da habe ich gedacht, Mensch, da hat ja wieder mehrere Artikel sind, so, ich habe euch schon mal hier auf den Tisch projiziert, machen wir mal lieber so. Da hat wieder mehrere Sachen sind, mache ich wieder ein Vor-Unboxing, bevor ich die richtigen Unboxings zu den einzelnen Produkten mache. Weil die hier fallen euch ja auch. So wie mir einige geschrieben haben, dass sie halt wissen, was dann demnächst noch auf sie zukommt. So. Oh. Oh. Deswegen ist es so schwer. Okay. Das sind die Samsung Level in ihr, sind das, glaube ich, hier. Ich werde das mal alles ein bisschen rüberpacken. Ich hole mir auch mal meine Lesebrille, dass ich hier nicht irgendwas Falsches vorlese. Level in ihr White, genau, das sind die Level in ihr White, die einmal mit bei sind. Hoppala. Dann haben wir die Level on ihr Brown. Sieht man das eigentlich noch? So. Und, oh, die sind ja scheiß schwer hier, ey. Oh, fuck. Holla, der Waldfee. So, jetzt den Karton erstmal wieder wegpacken. So, der darf nicht kaputt gehen, den muss ich aufheben. Das muss in ein paar Wochen ja wieder zurückgeschickt werden. Ich glaube, 3 Wochen habe ich es. Und dann haben wir hier die Samsung Level Over. Ich werde mal so machen. Die haben wir jetzt gekriegt. Also ich habe sie gekriegt und die werde ich jetzt die Tage mal in Ruhe testen. Das passt doch gut. Ich werde mal hier, das ist so offen. Will ich mal reingucken. So, wenn nur so ein Vor-Unboxing ist ja auch doof. Man kann ja wenigstens mal so reingucken. Mit Tasche. Ist ja geil. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh. Ist hier ein Magnet drin oder was? Ist ja geil. Das ist cool. So, dann haben wir die noch. Gehen die auch so auf? Wie gehen die auf? Ach, die sind hier mit einem Klebeband zugemacht. Klicken wir mal das mal auf. So. Auch geil. Und auch mit einer Tasche. Das richtige Unboxing kommt dann noch. Und hier nochmal eins. Also wenn die jetzt ohne Tasche haben, dann fress ich einen Besen. Scheiße, die haben ohne Tasche. Selbst die Kleinen haben eine Tasche. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. So, aber das soll soweit mit dem Vor-Unboxing auch mal gewesen sein. Und ich würde sagen, ich fange den nachher an. Wir fangen uns, machen wie eine Pyramide. Ich fange erst an mit Unboxing-Hardware mit den Kleinen, dann mit den größeren und dann mit den ganz großen. Hardware-Check bin ich am überlegen, wie ich das machen werde, weil das kann ich ja nicht, ist ja nur ein Kabel, den man anschließt. Da werde ich mal den Tragekomfort so testen und so und auf jeden Fall mal an meinem Samsung-Handy anschließen und mal gucken, was so kommt und was passiert und wie der Tragekomfort ist. Und dann werde ich sie eine Weile testen. Ich bin mal sehr gespannt. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.